Hallo alle zusammen. Heute mache ich eine Collage mit einem alten Familienfoto und damit fängt natürlich erstmal das Gesuche an, bis man das passende Motiv gefunden hat. Ich nehme natürlich Scans und nehme nicht die Originale, die sind meistens ja auch viel zu klein. Heute gibt es mal einen Dinosaurier zum Familienbild, weil mir absurde Geschichten in Collagen generell eigentlich ganz gut gefallen. Und es natürlich auch so ist, dass an der Stelle, wo wir heute sitzen, eben auch mal eine Eiszeit war, vielleicht mehr tropisch oder eben Dinosaurier. Und ich bringe die wieder zusammen. Hier könnt ihr jetzt sehen, wie praktisch das ist, wenn man vorbereitete Untergründe hat. Dann kann man nämlich einfach mal ausprobieren und sehen, welches wie wirkt. Und die Unterschiede sind manchmal doch erheblich und die Qual der Wahl fällt schwer. Also man kann natürlich auch mit einem Foto viele verschiedene Collagen machen. Und dann geht das Übliche ran, erstmal aufkleben und dann weitersehen. Hier wollte ich mit Sepia-Tinte ein paar Lianen aufzeichnen, aber da der Untergrund aus Acryl ist, hat es einfach überhaupt nicht gehalten. Deswegen musste ich dann später das ändern und habe dann Acryl genommen. Ihr seht, es perlt alles total ab, hält überhaupt nicht und deswegen habe ich dann mit Acrylfarbe ein paar Lianen dann aufgemalt. Das Interessanteste passiert natürlich, wenn die Kamera aus ist bzw. der Speicher voll. Hier bin ich ja noch am Malen der Liane, aber mir gefiel das nachher überhaupt nicht. Und dann habe ich alles wieder übergemalt, die Liane übergemalt und geklebt und auch dann Teile von der Collage abgeschnitten und abgerissen. Das ging zum Glück, weil die Klebe noch feucht war und habe dann ein ganz anderes draus gemacht, was mir jetzt besser gefällt. Aber daran sieht man eben auch, man ist nicht gebunden, man kann immer wieder übermalen oder kleben und es anders machen. Man darf das auch alles nicht so ernst sehen, sondern muss einfach Spaß haben. Und wenn es nichts wird, dann eben nicht. Dann das Nächste. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!